Willkommen zurück nach meinem kleinen technischen Defekt hier. Irgendwie hatte sich der USB-Anschluss, der USB-Stecker gelöst und da war die Verbindung weg. Jetzt geht's auf jeden Fall wieder. Ganz komisch. Ja, zurück zu unserem Verkauf. Wir haben 6045 Liter. Wie das jetzt gerade zusammenhängt, weiß ich nicht, weil wir hatten ja 18.000 in dem Anhänger drin. Das müssen wir mal noch beobachten. Nicht, dass das noch ein Bug ist vielleicht. Auf jeden Fall haben wir das an Händler verkauft und knapp 1200 Euro dafür erhalten, plus 1,20 Reputation. Ich habe gerade wirklich, auch wenn das noch das Seitenlenkrad ist. Ich habe das G29 noch im Keller gerade. Aber wie gesagt, die Sache mit der Wohnung. Bin ich doch erschrocken, dass das gerade nicht ging. Warum auch immer. Und das hier auch wieder zu klappen, das brauchen wir nicht mehr. So, uiuiui. Ja, kurz nicht hingeguckt. Wir haben jetzt laut Anzeige schon 1,5 Hektar gedroschen. Das ist aber wahrscheinlich bei weitem noch nicht die Hälfte des Feldes. Wir können ja mal kurz rauszoomen über der Karte. Oh ja, das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch mit 45 Minuten kommen wir hier nicht hin. Und gleich gar nicht, wenn wir hier immer wieder einen technischen Defekt haben. Mensch. Aber macht ja nichts. Gehört halt auch dazu. Und ich sehe gerade, ich bin wirklich froh. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich habe oben links Echtzeit. Das hatte ich ja auch schon das ein oder andere Mal vergessen einzustellen. Sodass wir auf einmal hier für ein Stück Arbeit gefühlt den ganzen Tag gebraucht haben, weil die Zeit einfach so schnell voranlief. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung, mit Lenkrad zu spielen, wer eins hat. Erstmal das Gefühl ist natürlich ein viel sensibleres. Also ihr seht, ich kann hier ganz dezent lenken und der Drescher setzt das halt oder die anderen Fahrzeuge, die Traktoren, die setzen das natürlich gleich auch um. Macht natürlich dementsprechend mehr Spaß. Abfahrer kommt gerade schon wieder. Ich werde das Rohr ausfahren. Hier müssen wir pausieren, weil hier müssen wir dann definitiv wenden, um die andere Seite noch anfahren zu können. Der Abfahrer macht gerade, das seht ihr unten links in der Karte, der fährt gerade im Kreis. Gut, dann lassen wir den das mal machen. Dann werden wir hier wenden. Schauen einfach mal, ob er uns findet. Ansonsten müssen wir ihm halt kurz unter die Arme greifen. Aber er fährt schon wieder in unsere Richtung. Sehr gut. Noch knapp 500 Liter Platz bis zum Maximum. Ja, und der wird uns natürlich jetzt suchen müssen. Da kommt er schon. Sehen, ob er es schafft. Mein Tempomat rausgemacht.
Ups. Okay, jetzt sind wir schon ins Feld reingefahren. Das ist, was wir nicht wollten. Jetzt müsste gleich hier erscheinen. Hervorragend. Okay, also. Die eine oder andere Kerbe schlägt dann natürlich noch beim Fahren der Abfahrer, aber er macht es selbstständig. Und das ist mir unbegreiflich, wie es funktioniert. Da ist mein Horizont echt nicht groß genug. Das Rohr fahren wir wieder ein. Achso, abtanken, stoppen. Fährt, glaube ich, das Rohr alleine wieder ein. Das gucken wir gleich im nächsten. Ich habe gerade Tastentrappen. Okay, der Abfahrer wartet schön dort. Also man muss ja wirklich fast immer Kreisfahrt machen, weil die linke Seite vom Hauwerk, das ist die, die man hindernisfrei sehen kann. Rechts ist halt, sind die zwei Monitore davor, was das nicht ganz so einfach macht. Und ich orientiere mich jetzt immer ganz grob vorne an der Haspel und der Kante von dem Getreide. Ich versuch's zumindest, es gelingt mir nicht immer. Seht ihr hier, sind ab und an mal ein paar Inseln zu sehen. Das ist einfach nur cool. Schauen wir uns das Ganze nochmal schön von außen an. Natürlich muss auch ein Thumbnail her. Müsst mal hinhören. Dieses, man hört den Motor ganz leicht im Hintergrund. Dann vorne vom Erntevorsatz ein Klappern. Heißt das Klappern? Von außen, da werden wir kann man noch schöner als von innen. Sehe ich gerade einen Vorsprung. Wird es mir tatsächlich sehr gut gefallen, wenn der nicht so tief hinterlässt. Ja, wenn die Spur auf der Fährt vielleicht ein Stück gelblicher werden würde, sodass man das nicht so sieht, dass sie da nicht so viel wegkratzt. Das wäre schon auch hübsch. Kommandozentrale. Gucken mal, was unser Kurmtank macht. Schon zur Hälfte gefüllt. Auch dafür wird es vermutlich irgendwann später mal eine Anzeige im Display hier geben, im Monitor. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Entwickler von Masterbrain Bytes noch alles vorhaben, aber ich denke, die haben echt noch riesen
Zettel mit Ideen und Umsetzen von Sachen können die ja. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Die gehen auch auf das eine oder andere vom Forum ein, klar, Verbesserungsvorschläge, Bugs. Das ist auch das Forum, das klappt wirklich gut. Sind die meisten, klar. Wie überall gibt es mal einen Ausreißer. Aber die haben anständigen Umgang miteinander und die feiern das Spiel einfach nur, den Simulator. Ich wollte eigentlich immer sagen, das ist ein Simulator. Aber Spiel rutscht mir halt ab und an mal raus. Aber ich glaube, von Spiel hat es wirklich nicht mehr so viel. Ich hoffe auch, dass, auch wenn es den einen oder anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, schmerzt, aber dass Masterplan Bytes im Sommer mal 3-4 Wochen gemeinsam Urlaub machen, also nicht gemeinsam jeder für sich, aber dass die wirklich mal eine Zeit lang eine Auszeit einlegen. Weil die sind wirklich unermüdlich. Die. Es kam ja vorhin, ich hatte ja vorhin schon wieder ein Update mit irgendeinem Hotfix. Und das ist wirklich, also die haben an dem Freitag die Version released. Und dann kam ja Samstag gleich schon wieder das Update. Also krass. Einfach nur krass, wirklich. Beweist natürlich, dass die auch mit Herzblut an dem Projekt stecken alle. Dreimal hier hochfahren. Ihr seht ja bis zur anderen Kante hier vom noch stehenden Getreide ist ja nicht mehr so weit. Und ich denke, wir haben es dann auch bald. Die Folge werde ich gleich beenden. Ich danke euch wirklich sehr fürs Zusehen, für die Likes, für die Abos. Wer noch kein Abo dagelassen hat, kann das gerne mal tun. Um keine Folge zu verpassen. Abo ist ja kostenlos, wie ihr wisst. Und ja, über Feedback jedweder Art freue ich mich natürlich immer immens. Also das ist immer cool, auch mit denjenigen, die Kommentare geschrieben haben. Manche haben Probleme, da kann man helfen. Oder manche haben auch Verbesserungsvorschläge noch. Und das ist wirklich eine feine Sache. Und mit den Worten werde ich es beenden. Ich danke euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis